Amerika ist an jeder Ecke zu finden, so auch in der ehemaligen Hauptstadt Bonn. Hier stand das amerikanische Hochkommissariat und später die amerikanische Botschaft. Viele Amerikaner leben immer noch in Bonn. Wie nehmen Sie die US-Wahl von hier aus wahr? Mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass die Amerikaner, mittlerweile die Mehrheit der Amerikaner, Mr. Trump leid haben, dass sie seine Verlogenheit und Respektlosigkeit und Verantwortungslosigkeit gegenüber der Bevölkerung leid haben. Und ein gutes Zeichen ist, dass die Briefwahl sehr in Anspruch genommen wird. Mehr als 60 Millionen Amerikaner haben bereits abgestimmt mit Briefwahl. Und traditionell ist es so, dass mehr Demokraten dieses Vehikel benutzen als Republikaner. Also ich würde sagen, deswegen schon sieht es für Biden gut aus. Für die Diplomaten und Angehörigen wurde damals auch eine Siedlung erbaut. Die Zeichen des deutsch-amerikanischen Zusammenlebens sind immer noch allgegenwärtig. Walter Baywell ist der letzte Amerikaner, der geblieben ist. Er hat ein Buch veröffentlicht über seine Zeit in der amerikanischen Botschaft. Ich bin sehr besorgt, dass Präsident Trump vielleicht eine Niederlage nicht anerkennen will. Und ich fürchte für Chaos in meinem Land. Trump ist nicht nur der Meister der Ablenkung, er ist Meister der Chaos. Und seine Anhänger glauben nicht. Wenn Trump sagt, ich gewinne in den Umfragen, seine Anhänger glauben ihn. Und wenn verliert, dann sind sie empört. Und manche sind militarisiert, bewaffnet und einsatzbereit zu kämpfen. Und wir können einen Bürgerkrieg haben, oder ein ähnliches Bürgerkrieg. Am Dienstag wird sich zeigen, wer im Weißen Haus die nächsten 4 Jahre leben und regieren wird.